So, ja, der Fuchsbau. Dann machen wir als nächstes mal hin, wenn wir schon in der Nähe sind. Der war ja hier direkt, ich glaube da oben. Über dem Baum. Kommen wir hier hoch? Oder? 60 Meter. Ja, doch, wir kommen doch hier hoch. So, Fuchsbau Nummer 3047. Versuch Nummer 2. Aber gar nicht so weit weg. Fuchs leider wieder weg. So, hier so ein. Oder so ein Kampfgarten? Einen Kampfgarten? Direkt hier unten. Brava, Sora. Einen Garten hat man auch noch gar nicht. Ah, ein Gehöft sogar. Das ist gut. Können wir vielleicht nochmal. Jetzt habe ich mich hinter das Pferd gepackt. Ein Schlüssel für die andere Rüstung. Muss ich nur aufpassen, weil die ja auch Gefangene haben. Gott, ich glaube, das Gebiet ist echt groß. Ach komm. Versuche aufzupassen. Ja, so viel dazu. Oha. Och, zweimal auch noch. Alles wird wieder gut. Endlich. Danke, mein Herr. Geht. Gebt auf euch Acht. Töte Gegner mit dem langen Bogen. Okay, rette die Geisel 1 und 2. Töte die Mongolenwachen im Garten. Wo haben wir der Garten ist? Aber werden wir bestimmt schon finden. So lang. Nein, ich wollte das Pferd. Nein, Pferd, hau ab. Langen Bogen. Ah, das ist sogar der lange Bogen. Ah, ich will die Pferde gar nicht umbringen. Pferde haut ab. Boah, das dauert ja ewig mit dem langen Bogen. Ah! Oh, die Geisel, die Geisel. Nein, nicht umbringen, nicht umbringen. Scheiße. Oh Mann. Sorry, weil dieses blöden Langbogen die ganze Zeit beschäftigt. Ich hoffe, er hat nach der ersten Geisel gespeichert. Oh Scheiße, ich muss zur Geisel. Ah! Nein! Bringt die Geisel nicht um. Hört auf! Wahrscheinlich bringe ich gleich noch die Geisel, weil ich die ganze Zeit brenne. Ist die Geisel schon wieder tot? Nee, kann nicht sein. Wo ist die Geisel hin? Ich war doch eine Geisel eben noch. Das Bild vom Spiel ist stehen geblieben. Oh. Huh. Das ist jetzt schon das zweite Mal. Moment. Warte, vielleicht muss ich die Ava Media mal wieder updaten oder so. Da kam auch gerade irgendwie so ein Update. Vielleicht war es genau in dem Moment, wo es aufgeploppt ist am Monitor. Ich weiß es nicht. Aber jetzt muss es hoffentlich wieder laufen. Ich bin jetzt hier. Übrigens bin ich durch irgendwelche Häuser laufen, um zu gucken, ob man da noch was looten kann, aber da war leider nichts. So. Nein, ich rufe mal das Pferd. Pferd, hau ab. Legium Harsinta. Ah!
Oh, noch einen mit dem langen Bogen. Bäm. War das mein langen Bogen? Ich weiß es nicht, aber hier ist die Geisel. Ich soll jetzt nicht sterben. Okay. Gegner sind in der Nähe. Wo? Oh, ich glaube, da war einer. Ja. Langbogen. So. Jetzt aber. Gegner sind immer noch in der Nähe. Wo, Lady? Vielleicht hier in der Hütte? Ah ja. So. Oder war ich gar nicht drunter? Möchte wieder hoch. So, Lady, bist du jetzt zufrieden? Immer noch nicht. Wo siehst du den Gegner? Die sind alle tot. Wer denn? Hier ist keiner. Vielleicht der hier noch drin. Ah. So, Amma. Bist du jetzt zufrieden? Na, ah, geh doch. Bald seid ihr frei. Es ist ein Wunder. Vorsicht da draußen. So, rette Geiseln, geschafft. Sehr schön. Bonus hier abgeschlossen, Legende erhöht. Wir haben bald einen Legendenwechsel. Legendenerzähler ist auch noch in der Nähe. Legendäre Schwerttechniken, die nur die stärksten Krieger einsetzen können. Natürlich. Ah, die quatschen hier die ganze Zeit. Sondern Legenden. Bäm. Und wieder neue Fragezeichen. Da werden wir mal. Oh, hier ist auch noch. Zwischen der Bachkreuzung. Okay. Noch ein kleines Fragezeichen. Ich glaube, ich werde das mal da kurz hinreiten. Werde aber kurz eine kleine Pause machen, bin gleich wieder zurück. So, weiter geht's zum nächsten Fragezeichen. Lotta Sora! Ich könnte irgendwie drauf wetten, dass es ein weiterer Fuchsboss ist. Irgendwie scheinen hier in diesem mittleren Gebiet sehr, sehr viele davon zu sein. Oder mal eine heiße Quelle, die hatten wir schon länger nicht mehr. Das wäre natürlich auch mal wieder schön. Moment. Was ist das hier? Ach, Bienen! Ah. Oh, ein Haiku. Auch nicht schlecht. Über Überleben sinnieren. Leben gebierend, blühend im Dunkel und windend und strampelt. Irgendwann war das hier. Ich
Ein wandernder Geist sucht. Untätige Klinge wird stumpf. Hände abwehrend erhoben. Verschollene Antwort. Klare Visionen. Vergessener Reichtum. Was war das erste nochmal? Verschollene Antwort. Ja, aber das. Blühend im Dunkel. Ein wandernder Geist suchet. Klare Visionen. Sehr schön. Stirnband des Überlebens. Joa. Sieht relativ unspektakulär aus. Aber hey, ein Stirnband mehr in meiner Sammlung. Sehr gut, Sora. So. Wir könnten jetzt auch hier hin. Oder, beziehungsweise, wo ist denn Masako hin? Was ist das hier? Sashimono-Banner. Neuer Sattel verfügbar. Oh! Neuer Sattel fürs Pferd. Auch nicht schlecht. Hier unten ist noch eine Mission. Ich glaube, das war das mit dieser komischen Fürstin, die eigentlich nicht da ist. Okay, Masako hat sich hier erstmal verabschiedet anscheinend, auch wenn wir sie irgendwo treffen sollten. Ich dachte, wir machen dort weiter, aber gut. Dann gehe ich mal ganz kurz zu ihm hier und holen wir mal einen neuen Sattel. Nice. Hat das Pferd auch mal was Neues? Ich muss mal schauen, wo der war. Ach ja, ich stand hier in dem Haus. Ich will einen neuen Sattel. Warte, ich guck mir den alten nochmal an. War das so ein bisschen orange? Noch mehr Banner, mein Herr? Ihr seid einer der wenigen, die Wissen über unsere Samurai-Clans besitzen. Würdet ihr noch mehr davon mit mir teilen? Ich weiß noch, wie mich vor einigen Jahren Banditen umzingelten. Ich wollte es schon allein mit ihnen aufnehmen. Da rannten meine Gegner davon und flohen in den Wald. Ich blickte zum Hügel hinter mir und sah eine Reihe der besten Bogenschützen des Nagao-Clans am Horizont. Die Banditen hatten gehört, dass diese Krieger schon von Kindesbeinen mit dem Bogen trainierten. Dieser Ruf allein reichte aus, um die Schlacht sofort zu beenden. Und ich war dem Nagao-Clan viele Krüge Sake schuldig. Eine spannende Geschichte, mein Herr. Ich werde sie weitererzählen. Eure Hilfe und Inspiration sind unbezahlbar. Flinker Sommer, wo du auch hinreitest, erwartet dich Glück und Wohlstand. Das will ich doch hoffen. So. Gucken, wie das Ganze aussieht. Auch in Gelb. Interessant. Jetzt haben wir gerade die blaue. Sturmwind hatten wir auch. Ich glaube, das war die vom Anfang? Aber gerade gar nicht so sicher. Machen wir mal flinker Sommer. Sehr schick. Jetzt könnte ich meine Rüstung natürlich noch anpassen. Machen wir die auch noch gelb, dann sind wir im Partnerlook. So. Perfekt. Ich freue mich über mehr Banner. Ich glaube, ich habe auch noch es mehr. Es gibt Gerüchte, die Verräter von Yarikawa würden die Mongolen bekämpfen. Manche glauben, sie hätten sich geändert, doch ich weiß nicht, was ich denken soll. Die Menschen von Yarikawa folgten ihrem Sito, als er um Hilfe bat. Sie haben ebenso viel geopfert wie wir. Ich verstehe, mein Herr. Wir dürfen die Vergangenheit nie vergessen, doch es ist unsere Zukunft, die am wichtigsten ist. Vor langer Zeit waren die Krieger von Yarikawa Helden. Nun, da die Verräter lange tot sind, können sie sich erneut beweisen. Bitte nehmt dieses Zeichen meiner Dankbarkeit an. Lebt wohl. Noch mehr Sattel? Rasender Kran. Ich bewege dich so schnell und frei wie sein Namensgeber. Nice. Vielleicht wird's doch nicht gelb. Weiß sieht natürlich auch schick aus. Warum nicht? Dann passt mein gelbes Gewand aber auch nicht mehr dazu. Haben wir irgendwas Weißes? Nee, leider nicht. Dann lasse ich mal das rote. Das fing eigentlich auch ganz schick so. So. Okay, mehr hast du nicht. Cool. Zwei neue Sattel.
Sehr schick. In weiß. Ah, die Sonne geht gerade so schön unter. So, und die ganze Zeit ist hier so ein Vogel durchs Bild geflogen. Da fliegt er gerade. Aber hat die Kini schon alles entdeckt? Vielleicht hier hinten oder so. Voll der Taiko hat man auch schon mal gemacht. Oder willst du mich schon wieder zu einem random Bambusstand leiten? Aber der war nämlich auch da oben. Den hat man eigentlich schon gemacht. Hier ist eine Schmiede, Vogel? Oder hier drin? Nicht die unseren. Strohhüter. Ihre Mütter sind Japanerinnen. Aber sie sind die Vasallen von Fürst Nurrender Maren und Shogun Monatslohn. Na, oh, Haftbombe. Wir sind auch keine Samurai. Aber nicht, dass der Vogel mich zur Haftbombe jetzt führen wollte. Jetzt ist er auch wieder weg. Nee, da irgendwo, da ist er. Soll ich aufs Dach klettern? Oh, die erzählt schon was von Bambusständen. Ich will keinen Bambusstand, bitte machen. Ich habe keinen Plan, wo dieser Vogel mich hinleiten will. Ist ja auch nix. Außer Vorräte. Naja. So, was haben wir noch offen? Diese komischen Gehöfte sind noch da. Den Ort hier könnten wir eigentlich auch nochmal machen. Dann wäre das hier oben eigentlich schon ziemlich gut abgearbeitet. Und Jins Reise käme dann wahrscheinlich als nächstes mit seiner Sakai-Clan-Rüstung. Und die ganzen Gehöfte, die halt unten sind. Aber das ist halt einfach nur kämpfen und Orte befreien. Das ist halt irgendwie auch immer das Gleiche. Das ist dann vielleicht irgendwie doof, wenn ich da jetzt alles mache. Viele glauben. So, in welche Richtung müssen wir denn irgendwo nach unten? Komm, ich geh mit dem Pferd runter. Oh, Gott sei Dank. Zischender Bach. Was wollen die Mongolen denn hier, wo alles verkohlt ist? Hier bin ich! Drei werden schon mal erledigt. Bam. Oh Gott, das Schwein. Wer spricht? Und ein Pfeil tut schon wieder, aber wo ist er? Aua. Da war er irgendwo. Alter, ach, da vorne. Ja, hör doch mal auf zu brennen jetzt. Aua. Hör auf. Kann ich auch. Bam. Deine Legende wächst. Die Klinge des Dämons. Nice. Sieht ein bisschen aus wie so ein Strohhut. Mensch. Cool.
Talisman der versteckten Klingen. Werfe 2 zusätzliche Kunai. Ja, das ist schön für Leute, die gerne Kunais werfen. Ich bin halt nicht. Wenn höchstens aus Versehen. Oh, da gab's noch was. Nehmen wir mit. Da war noch was. Eisen. Oh. Das ging ja schnell. Bäm. War hier nicht noch ein Fragezeichen in der Nähe? Oder die Kreuzung war das Fragezeichen? Das kann auch sein. Haben wir eigentlich noch Geschenke übrig? Geschenkaltar, nee, haben wir gerade nicht. Na gut.